Hallo zusammen und willkommen zurück zu 7 Days to Die mit der flitzenden Jule irgendwo. Ja. Wo bist du? Bei mich. Ach da. Ich komme gerade heim. Ach so, okay. So, wir brauchen ein bisschen Holz und wir wollen die Quest irgendwann noch machen. Falls ja, wir das heute noch schaffen, aber... Hier ist erstmal ein bisschen Essen. Oder wir machen erst die Quest, aber ich habe den Tausammler jetzt in der Tasche. Wir stellen doch erstmal auf, unten. Wir stellen doch neben die Beete. Ich weiß nicht, ob ich den bewegen kann. Ach so. Jetzt, ja, ja. Aber ist nicht schlimm, geht schon irgendwie. Das weiß ich auch nicht. Wollen wir gerade mal ein bisschen Holz holen hier. Hatte ich nicht einen Skillpunkt bekommen? Ja. So. Nochmal schnell einen in den Bergarbeitermeister reingepuppelt. Das ist gut. Okay. Brauche ja nicht viel. Brauche nur gerade ein bisschen Holz. Dass ich da oben ein bisschen was basteln kann auf die Schnelle. Also Eisen und Stahlwaren haben wir jetzt auch schon ein paar. Verkaufe ich jetzt erstmal. Ja. Und so. Leiter. Wir haben halt erstmal gerade ein bisschen so Essensprobleme. Ja. Aber das kriegen wir hin. Aber ich muss sagen, also auch wenn es jetzt ein bisschen schwerer eingestellt ist, so als das, was wir normalerweise so spielen, finde ich es trotzdem eigentlich ganz cool. Ja, wir kommen schon klar, ich krieg das hin. Ja, hinkriegen tun wir das auf jeden Fall. Ich finde es halt gut, dass es dann ein bisschen länger dauert. Ja, das tut es auf jeden Fall, ja. Ich hole dir jetzt auf jeden Fall noch Geld für einen zweiten Tausammler. So, der steht auf jeden Fall jetzt schon mal hier oben. Das ist gut. So, es hat hier ein bisschen aufgewertet. Da hat er auch einigermaßen Stabilität hier. Das ist aber kein Holz mehr. So, dann haue ich mir mal die Dose Chili hier rein. Ja, wie gesagt, die bringt nicht so viel, aber ja, ist nicht schlimm. Ist gut. So, das kann nochmal weg. Ich habe 5 Verbände. Ich habe einen Honig. Da ist nichts drin. Da ist noch nichts drin. Da ist auch noch nichts drin. Okay. Ja, wollen wir dann zur Quest gehen? Oder was machen wir? Ja, ich würde jetzt ganz schnell noch verkaufen und dann flitzen wir zur Quest. Achso, die hast du noch, warte, hast du die geteilt? Nee, kannst du die bitte noch teilen? Ja. Dankeschön. Hinter mir, okay. Mhm. Ja, ich gehe schon mal so in die Richtung und hacke so ein bisschen Holz oder so ein Scheiß, irgendwie was. Ich beeil mich, ja. Genau, machen wir so. Sind auch noch ein paar Bauklötze für mich. Kann ich hier schon mal mitnehmen. So. Hier ist auch noch ein Bäumchen. So. Das reicht zwar nicht für den zweiten. Hier saß ein Karnickel am Baum. Okay. Ich habe es versehentlich mit der Steinaxt erschlagen. Versehentlich? Ja. Alles klar. 10, 15. Der Baum steht ja leicht nach links geneigt. Ne? Ich fäll den jetzt mal so rum. Sieht bestimmt lustig aus, wenn der jetzt fällt. Ich nehme das jetzt einfach mit, was ich hier kriegen kann. Versinkt komplett im Boden.
So, das hier kann man, glaube ich, nicht looten, ne? Hier ist noch ein Working Stiff Tools Auto. Ah, ist schon leer. Okay. Mhm. Alles gut, ich hab grad nur... Ich hab ein bisschen Essen und Trinken für dich jetzt. Ah ja, cool. Pool TV Wi-Fi. Oh, das ist eine Tanke, das hier. Okay, cool. Steht auch ein LKW dahinter, kannst du viel schrauben. Mhm, genau, den hatte ich auch. Ich glaube, da war ich schon in der Nähe jetzt gerade. Ein bisschen was abgebaut. Happy Sleep Motel. Briefkästen sind auch schon leer. Ja, dann war ich da schon gerade. Ich war ein Stück in die Richtung schon gelaufen, hab ja. Diese Metalldinger abgebaut für Eisen- und Stahlbarren. Ja, ich loote hier mal diesen Sattelauflieger, da sind ganz viele Leichen drauf. Ja, genau, da war ich in der Straße. Den habe ich auch gesehen. Den mache ich jetzt schon mal leer. Moment. Ich muss meinen Kaffee rüberstellen. So. Da ist eine Werkbank drin. Sollen da nicht auch so Leichen rausgekrabbelt kommen? Nee. So eine kleine. Aber in der im Entwicklerstream war das so. Okay. Da sind aus den Leichensäcken hier sind dann plötzlich so kleine Krabbelgruppen gespawnt. Wow, echt? Wow. Ja, ja. Ich will mich so erschrecken. So, auf jeden Fall Nitrat und verrottetes Fleisch jede Menge. Genau, deswegen und immer Knochen. Abbauen. Und Knochen. Und Plastik vielleicht noch. Ja. Genau. Oh, jetzt ist mein Knochenmesser kaputt. Weiß ich gar nicht. Oh. Hey, ich kann es ja reparieren. Hab doch Knochen gesammelt. Du hast ja Knochen gesammelt. Sehr schön. Ja. Da ist bestimmt irgendwas oben drauf. Nahrung 1, Gesundheit minus 3. Wenn man das verrottete Fleisch isst. Mhm. Ich würde es nicht machen. Oh, klingt ein bisschen ekelhaft. Ein bisschen aber nur. Warst du in der Tanke schon drin? Nee. Nein. Ich habe nur draußen alles gesucht und abgebaut, was ich gesehen habe. Ich war aber nicht rein. Weißmehl. Super Sache. Nicht. Kann ich noch einen Block holen? Das ist Zement. Okay, lass ich mal liegen. Ich brauche hier. Den und das. Kannst du alles essen und trinken, bitte. Oh. Ist zwar jetzt nicht super viel, aber besser als gar nichts. Und der rote Tee hält das Essen länger an. Ja. Genau. Und wenn wir das jetzt resetten, dann würde ich das Auto noch schnell leeren. Ja, ich würde sowieso hier doppelt looten. Okay, dann geh mal rein. Also, da kommen bestimmt ein paar raus, wenn ich holst du die mit raus. Hier oben ist schon mal eine Kiste. Ein Vehicle Adventure Buch und ein Handyland für dich. Handyland. Hier ist doch bestimmt noch ein Hund, oder? Ein Steinvorschlaghammer und Wiring 101. Okay. Oh, ich sehe die Mechaniker. Da mach ich mal schnell. Okay.
noch einen Motor. Ich habe schon den einen verkauft jetzt. Ja, macht doch nichts. Hier steht auf jeden Fall noch ein LKW, den kannst du noch auseinanderschrauben. Der spawnt ja dann auch nach. Ja, ja, ich nehme da alles mit an Teilen, weil wir brauchen jetzt erstmal Geld und Essen. Fahrzeuge kommen irgendwann später. Plastik ist übel viel wert hier. Ja. Also du brauchst es ja auch für die Dinger, aber trotzdem baue ich alles Mögliche ab und nehme das mit. Oder so ein Reifen. Also Reifen geben mit am meisten Plastik bisher. Oben auf dem Dach liegt noch ein Biker und ein Hausmeister. Okay, und da ist auch so ein Wachturm. Da kannst du irgendwie vom Dach rübergehen, ne? Bei dir, siehst du das? Ja. Kannst du mal da hochgehen. Ich sehe da oben irgendwas liegen, aber ich glaube, es ist Munition oder so, wenn du die Leiter hochkommst. Mhm. Erstmal liegt da was Zombie-mäßiges. Achso, danke. Ich hätte einfach verdotten lassen. Plastik, Müll ist es. Es war ein Buch drin. Scrapping for fun. So, der Biker ist weg. Okay. Geht nur noch der Hausmeister. Den habe ich schon. Achso. So, hier steht der Loot. Hey, ein selbstgebautes Maschinengewehr. Cool. Und eine Dose Rindfleisch, eine Isolierungsmod und 6 Schuss für das Gewehr. Ja, ist die Dose gleich auf. Und nochmal ein Handyland für dich und nochmal ein Munitionsstapel. Da sind Lederwickel drin. Okay. Falls du die haben willst. Nein. Das ist ja eine Waffe, keine Handschuhe. Auf dem Turm war es jetzt noch nicht, oder? Doch, da lag nur Müll. Ach so. Also ein kleiner Müllhaufen. Ah, das war das, was ich gesehen habe. Okay. Ja. Ja gut, hier oben ist sonst nichts mehr. Oh doch, hier ist noch irgendwas drin. Müll. So, hauen wir uns das da rein. Und dann machen wir hier noch die Mod rein. Ach, hier oben geht's auch noch mal rüber in den großen Container hier. Da steht eine Werkbank drin. Ne, eine Chemiestation. Ah, da ist ein Forger Headbook drin. Geil. Ich baue die Chemiestation gleich ab, warte. Ja, kannst du machen. Ich müsste hier durch die Leiter hochkommen. Hier hinter. Hier sind doch noch Klimaanlagen. Ja, aber ja, Moment, Moment, Moment. Moment. Das gibt noch mal gut Teile. Und diese Messingheizkörper bringen auch gut Geld. Ja. Ach, schön hier. Aber das Chunk sieht gut aus, ne? So ganz neu mit da lang und noch ja. Eine Treppe hier. Und also die POIs, die sehen echt schick aus, die neuen, die sie gemacht haben hier. Ja. Ich finde die Alpha 21 auch insgesamt eigentlich super geil. Das Einzige, was nervig ist, das ganze Lesen. Ja, das, die Mechanik ist nicht so toll. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ey. Das habe ich mir von Anfang an gedacht, ey, da bist du dann nur noch, du jagst dann in dem Spiel eigentlich nur diesen scheiß Magazinen hinterher.
Ich will jetzt aber unbedingt, ich will jetzt unbedingt die nächsten 10 Forger-Head-Bücher finden, weil ich will unbedingt gern dies oder jenes machen können. Und dann, das ist das, was mich daran stört. Mhm, ist es auch. Es ist nervig. Es ist echt, es ist ein Run auf Bücher. Hier ist so eine Pass-and-Gas-Kiste versteckt, warte. Okay, cool. Oh. Das war die Steinaxt. Das war die Steinaxt, ja. Klong. Ei. Na, guck doch rein. Okay, warte. Scrapping for Fun, 2 Bücher und 2x Öl. Ja, ist doch gut. Hier hast du noch 2... Raumschlüsselqualität 2 freigeschaltet zum Bauen. Hier sind 2 Bücher für dich. Danke. Oh, jetzt habe ich dein Buch gelesen. Ups. Jetzt habe ich Wiring gelesen. Ja, dann kannst du ja jetzt auch mal Kabel legen. Klauenhammer freigeschaltet. Klauenhammer schon frei, cool. Mhm. Gut. Wolltest du die Chemiestation noch abbauen da oben? Habe ich schon. Ach so. Dann gehe ich schon mal raus vor die Tür. Bin sofort da. Ich resette, ja? Ja. So. Sehr schön, direkt ein paar Teile gefunden hier in der Mülltonne. Sehr gut. Ich habe Stahlbarren und Eisenbarren. Ach, da ist der Mechaniker. Das war instant. Mit einem Hieb habe ich den jetzt umgekloppt. Du hast ihn gut getroffen irgendwie. Oh, ich glaube, war genau unter das Kinn oder so. Sehr gut. Ja. Weg ist weg, ne? Ja, hat mich jetzt selbst gewundert, dass der direkt umgekippt ist. Vielleicht war er schon ein bisschen mürbe. Vielleicht war er schon irgendwie ein bisschen angenockt, ja. Bestimmt gestern Abend getrunken. Da krabbelt ein Mo da oben. Mo? So. Okay, aber sonst war jetzt hier auch nichts drin, ne? Doch, Müll. Schöner Müll. Manchmal kann im Müll was Cooles drin sein. Ja, manchmal ist da auch was Cooles drin. Wie zum Beispiel 46 Lehmklumpen. Okay. Ja, naja. Oha. Lässt wieder Köpfe platzen, ja? Ja. Was haben wir denn hier? Explosive Magazine. Achso, Explosive Magazine. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Sprengstoffen. Mhm. Und noch so einen komischen Schlagstock, aber in gelb. Oh, einen gelben Bogen habe ich gefunden. Oh, cool. Get set. Und eine gebänderte Panzerplattenmod. Die ist gut. Willst du die gern haben? Ja, nehme ich. Ich kann sie nämlich nirgendwo einbauen. Und ein Medical Journal habe ich gefunden. Das nehme ich auch. Ich weiß. Na toll, 12-mal Chrysanthemen drin in der Chemiestation. Ja, Gott, echt. Damit, naja, okay. Ist ja nicht so, dass die auf dem Feld überall rumstehen. Ja, warte mal, den kann ich zerlegen.
bist denn du? Ach, da an der Chemiestation. Ich kann zu dir kommen. Ich kann jetzt zu dir kommen. Ja. Warte mal, kann ich die nicht tragen? Nee. Kann ich die tragen? Ja, die kann ich tragen. Okay. So, okay. Gut. Jetzt müssen wir noch ins Gebäude oder was? Oder bist du da schon einmal durch? Nee, ich bin noch nicht ganz durch. Ich glaube, wir müssen noch hier in den Container. Nee, da war es schon drin. Da war ich schon drin. Hier der LKW. Willst du den auseinanderschrauben? Nee, den lasse ich jetzt. Ja, da müssen wir noch ins, müssen wir ins Gebäude rein. Da müssten noch ein, zwei Zombies drin sein. Die werden ja angezeigt. Einer, zwei. Wie ist der denn jetzt durch die Tür gekommen? Der ist durchgeglitscht, die glitschen neuerdings da durch. Oh, eine Lucky Looter Brille für dich. Okay, cool. Oh, hab ich dich angeschossen. Sehr schön. Level up. Ja, ich auch. Warte mal, kann ich dir mal, warte mal, das Explosive Magazin lese ich mal. Hier habe ich noch ein Medical Journal für dich. Mhm. Und hier ist noch die Panzerplattenmod. Mhm, dankeschön. Und ich gebe dir deine Brille. Ja. Und das schmeiße ich weg, nicht aufnehmen. Cool, danke. Wenn du Essen findest, nehme ich das gern. Ja, ich bin mehr oder weniger, also ich bin fast voll, aber guck mal, was ich noch looten kann hier. Ich nehme sonst alles mit, ich habe noch ordentlich Platz. Ja, vielleicht passt es ja auch rein, wenn nichts Tolles drin ist, ne? Digis Tools und Scrapping for Fun. Digis Tools, hatte ich das gelesen? Das ist Erntewerkzeuge. Ja, dann hatte ich das gelesen. Ja, das ist Steinaxt und so, ne? So. Steinaxt, Pickaxe. Ja, dann hast du es jetzt halt gelesen. Aber ich glaube, ich habe davon schon eins. Das kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Nochmal Handyland. Irgendwo war da noch eine versteckte Peasant-Gas-Kiste. Die habe ich schon gerootet. Ach so. Okay, ja, dann sind wir hier soweit fertig, glaube ich. Yes. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch zum Händler. Okay. Ist ja nicht so weit. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ja, hier rum, 300 Meter. Hä, wieso wird er mich angezeigt? Ach so, weil ich Schraubenschlüssel als Herstellungsdings drin habe. Oh, wie kompliziert ist das denn, bitte? Wie kriege ich denn das raus? So, jetzt. Ja, da musst du auf diesen Kompass klicken. Oh, das ist ja bescheuert, ja. Ja, du kannst seit Neuestem irgendwie Quests verfolgen und wenn du auch die Quests, Itemverfolgung, um die herzustellen, wenn du da was drin hast, dann zeigt er dir die Gebiete, die Quest nicht mehr an. Mhm, genau. Das ist gut gelöst von den Funpimps. Mhm, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Die sind halt gut. Ja, total. Hey, wir integrieren mal ein Feature. Warte mal, das nimmt ein anderes Feature weg. Ach, ist nicht so schlimm. Das lassen wir so, das ist gut. Das ist gut. Wir finden das gut. Das ist echt so richtig typisch. Ja. Aber mit ein bisschen Glück schaffe ich es auch noch bis um 10 zum Händler. So, Panzerplattenmod, Fertigung fertig, Zeitschriftenpaket, Kunst des Bergbaus Band 4, Kaffeebraun, 60 Schuss, 7,62, ich nehme mal die Munition. Achso, nee. Ja, nimm ja. Die Pakete, das Fertigungspaket, Gedings, genau. Döns. Ja, mach mal. Genau. So. Soll ich die Forge Ahead Bücher kaufen? Kannst du gerne tun, ja. Was wir haben, das haben wir. Gut. So, kann ich dir. Hast du ein bisschen Platz? Ja, natürlich. Warte mal, ich schmeiß dir mal gerade so zwei, drei Sachen raus. Zwei, drei Sachen. Sechs, sieben, acht.
So. Moment. Hast du ein Eisenrohr in der Tasche? Habe ich gerade verkauft. Ist nicht schlimm, gib her, dann nehmen wir es fürs nächste Mal. Also. So, was bietet sie mir denn hier an? Ohne Helmlichtmod oder 10 Wasser. Oh. Was, wir haben doch... Nimm die Helmlichtmod. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Ich habe noch einen Tee in der Tasche. Na gut. Darf ich dein Inventar sehen? So. Die Lederwickel verkaufe ich jetzt. Die repariere ich vorher noch. Den einen Schlagstock hier, den verkaufe ich jetzt auch. Ja. Auch wenn er jetzt nicht ganz repariert ist, aber ist jetzt egal. Nicht so dramatisch. So. 944 Gedöns. Tools Digest hat die noch hier. Oder Farming. Farming habe ich auch gesehen. Soll ich dir die 2 Farming-Bücher noch kaufen? Ja, kannst du machen. Ich habe ja auch noch Geld. Dann kaufe ich noch einmal Tools Digest. Thanks for the business. So, und dann lese ich das Tools Digest Buch. Hier hast du die 2 Farmbücher. Gib dir das. Thank you so much. Hey, come again. Und das. Das ganze Paket hast du mir jetzt gegeben. Ja. Aber warum? Richtig. Warum nicht? Okay, jetzt können wir eine Werkbank bauen. Sehr gut, das ist gut. Nochmal 2x Tools Digest ist da drin. 2x Armored Up für Rüstungen. Ja. Das würde ich mal lesen. Dein Werkzeuge Stufe 3 freigeschaltet, werde ich dann gleich herstellen. Diesmal. Hier ist noch 2x Handyland für dich. Ja, die portet uns jetzt in 2 Minuten raus. Ich bin schon mal draußen. Ich sehe dich gleich hier. Oder auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Erste Hilfe Verband. Endlich. Plupp. Auf der anderen Seite, alles klar. Oh, ich habe mich genau zu der roten Sporttasche geportet. Cool. Da ist eine Rüstung drin für dich. Gelbe, gefütterte Stiefel. Was ich nicht so toll finde, ist, dass hier ein Zombie hinter mir ist. Ich komm zu dir. Der lernt nämlich jetzt. Seine Ausdauer. So. Da. Na dann. Da ist noch ein Karnickel. Dein Axt. Pflanzenfasern. Mach ich mal schnell, dann baue ich uns Stufe 3 Steinaxt. Ja, und eine Stufe 3 Schaufel. Jupp. Die kannst du auch bauen direkt. Bei. Wenn wir daheim sind, baue ich erstmal die Helmlichtmod rein. Schaufel. Ja. Gute Idee. Vielleicht haben wir ja auch nochmal Glück und finden so einen Wasserfilter. Dann können wir auch immer hier aus dem Graben saufen. Das wäre toll. Ja. So, sehr schön. Trautes Heim. Dann schauen wir mal. Haben wir hier ein bisschen Fleisch, ein bisschen Maismehl, ein bisschen ranziges Wasser, Schmerzmittel, Blutbeutel, einen Verbandskasten haben wir auch, Vitamine haben wir auch. Achso, diese kommen dahin.
Achso, Quatsch. Ich bin doof. So wie jetzt. So. Leder, Knochen, Nitrat. Hier. Für dich. Oh, hm. Dankeschön. Achso, ich habe Eisenstiefel an. Oh, achso, okay. Und hier habe ich noch zwei Magazine für dich. Okay. Ich, Klauenhammer Stufe 2. Willst du dann die Alteisenstiefel haben? Die könntest du mir geben, ja, die würde ich nehmen. Ich habe nämlich so doofe Cowboy-Stiefel an, die gefallen mir nicht wirklich. Danke. So, dann baue ich uns mal gerade eine Händlerkiste, wa? Achso, und die die Werkzeuge, die beiden noch, habe ich gerade hergestellt. Danke. Alles klar. Zerlegen, zerlegen. Ich setze uns mal da vorne am Eingang der Händlerkiste hin. Jupp, sehr gern. So. Und ich guck mal, dass ich noch... Achso, ist voll. Dass ich noch Farmpötte baue. Warte. Ich bin gleich aus der Kiste raus. Ja, alles gut, alles gut. So Nitrat. Ach, da kommen schon 200 Eisenpfeil-Dingsbums raus. Was natürlich. Ja, geilo. Oh, endlich ein bisschen mehr Bums, ey. So, dann haben wir hier noch den. Die 14 Schuss von der 762, die würde ich mir mal hier rausklauen. Ja, mach mal. Die Mauer noch da rein. Ja, läuft doch, wird doch langsam. Können wir hier gemütlich ein bisschen basteln. Ich hab nur kein Holz mehr. 184 ja. Nur noch. Ja. Okay, danke. Oh, mal hier auf, dass wir hier vernünftig durchgehen können. Ach, herrlich. Achso, ich habe übrigens noch eine Quest angenommen. Oh, cool. Ja, die habe ich noch schnell so mitgenommen. Okay. Nehme ich doch direkt an. Weil musste ja schnell gehen. Ich habe einfach irgendwo geguckt, was relativ nah ist und habe es angenommen. Ja, okay. Deswegen sind es jetzt halt nur vergrabene Vorräte, aber macht ja nichts. Ach, ist egal. Reicht doch. So. Schon nochmal wieder ein bisschen Eisen für die Schmiede. Da kann man dann immer mal wieder zwischendurch hier so einen Block abbauen von der Klimaanlage. Dann passt das. Sehr schön. Könnte man doch mal hier... Interessant. Ich kann keinen roten Tee machen und keinen Juckersaft und keinen Kaffee, aber ich kann Mineralwasser machen. Lol. Ja, oder? Ich meine, das ist ja noch mehr wert. Ja, mach doch mal spaßeshalber eins. Warte. Was habe ich? Das habe ich. Kohle. Ja. Und ein Wasser. Jetzt ist die Frage, ich habe ja gerade eins rausgenommen. Ist da vielleicht schon wieder eins fertig, eventuell? Nee, aber bald. Na, wenn das mal nicht schick aussieht, das hier. Oh, mit runden Torbogen. Mm. Ja, extra nur für dich. Ey, hör mal.
Da habe ich mir jetzt richtig viel Mühe mitgegeben. Ey, hör mal. Ja. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Ich habe hier noch eine. So. Okay. Na gut, immerhin 4 Kürbisse. Ja, besser wie nix, ne? Mhm. So. Weg. Bäh. Hast du jetzt eigentlich so Mineralwasser gemacht? Eben. Nee, ich brauche ein Wasser. Ach so. Und da war gerade noch nichts fertig. Würde mich mal interessieren, was das Mineralwasser für Werte hat. Eigentlich waren die sehr hoch. Die waren, normalerweise hat das 50 Wasser gegeben oder so. Das war richtig viel. Ja, deswegen. Aber der Tausammler braucht noch ein bisschen. Ja. Der Pantau. Pantau? Pantau. Er braucht halt ein bisschen länger. Ja, ein bisschen. Ja. Ich hab ja jetzt einen Helmlichtmod, ist ja wahr. Ich kann ja Licht anmachen. Gar nicht dran gedacht, ey. Oh Mann. Hä? Hey, ich hab's noch nicht so mit Leiter. Ich komme da irgendwie nicht so richtig durch. Nee, yeah, da muss eine Klappe vor oder sowas, dann kann man da besser runtergehen. Also hier sind noch 2 Eier am Feuer, die kannst du gerne essen. Ja, okay. Ich hab versehentlich den Block dahinter weggenommen. Ach so. So. Lecker. Ja, besser als nix, ne? Ja. Deine Topfpflanze habe ich mal gerade umgezogen. Okay. Die steht jetzt da auf der Kiste. Alles klar. Ist okay. Pfeilspitzen sind jetzt einige rausgekommen. Das ist doch gut. Ja. Dann könnten wir ja theoretisch mal direkt Eisenpfeile machen. Ne? Will ich gar keine Steinpfeile mehr haben. Ach so, ich brauche jetzt einen kompletten Verband. Ich weiß gar nicht, wie viele Federn wir haben. Haben wir überhaupt Federn? 100 weiß Stück? Ich nicht. Naja, dann. Was mit dir? Was ist da los? Hast du gerade gegähnt? Hab ich das ja. Gehört? Ja. Ich habe heute kein Mittagsschläfchen gemacht. Jetzt lass mich. Ich habe nicht genügend Holz für die Eisenpfeile. So eine Scheiße. Ich habe auch kein Holz mehr. Ich muss nur Holz holen. Ja, aber nicht in der Nacht. Achso, ich habe alles. So mitten in der Nacht Holz holen ist irgendwie uncool in dem Spiel gerade. Ja, noch. Ja. Ja, wenn wir mal an Tag 20 sind oder so, dann ist aber was anderes. Das wird schon. Ja, natürlich wird das. So. Okay. Dann würde ich hast einfach... Hast du noch Erste-Hilfe-Verbände, also die verbesserten? Ja, 5 Stück. Brauchst du einen? Nö, ich kann ja welche herstellen jetzt. Ich habe das geskillt. Alles gut.
Dann lasse ich die Kohle mal da drin. Ich krabbel jetzt nochmal hoch, hoch. Ach komm, ey, es regnet. Kannst du dich da nicht ein bisschen schneller füllen? Nein, das geht nicht. Ach so, macht ja auch keinen Sinn. Nee, macht auch keinen Sinn. Warum soll denn ein Tausammler sich schneller füllen, wenn es regnet? Der kann doch nur Tau sammeln, aber kein Regenwasser. Ach so. Das heißt auch Tausammler, kein Regenwassersammler. Ja, 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 ich hab's begriffen. Ich bin blöd. Das ist Funpimps-Logik. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Yeah. Naja, ist auch schon 20 vor 3, da können wir bald Holz holen gehen. Ja, auf jeden Fall. Und die Quest. Vielleicht finden wir auch was zu essen. Ja. Mit Sicherheit. So, okidoki. Ja gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Bis dahin ist es dann auch 4 Uhr. Ja, ich glaub, dann können wir ja losstiefeln. Dann können wir losstiefeln und dann... Schauen wir mal, was uns erwartet hier an Tag Nummer 5 in der Apokalypse. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.